ist halt echt schon heiß, ne? Und du bist ganz schön süß. So you say you wanna get away. We don't need a plane. Could be your. Krass, ey. Draußen ist es schon wieder hell und unsere Party ist gestern mal wieder komplett eskaliert. Was? Ja, Oskar hat reingepisst. Na, war schon eine coole Party, oder? Ja, war ganz cool. Ja. Aber wie du mich abserviert hast, müsste ich dich jetzt links liegen lassen. Ja. Theoretisch. Mo, lass mal jetzt hier Bett saufen. Ein Bier, ein Mann, eine Kiste. Du, ich bin super müde. Ich bin auch müde. Ja? Dann schlaf doch hier. Ich geh aufs Zimmer. Hey, ich bin raus. Spaß euch noch, ne? Hannes, der kann es. Wo willst du hin? Hier bin. Wo willst du schlafen gehen? Oh, warte mal stehen. Warum willst du das schaffen? Weil ich müde bin. Ey. Überraschung. Digi, ich hab doch gesehen, dass zwischen euch ein bisschen funkt. Digga, ihr saßt direkt neben mir. Zeig doch nicht mit dem Finger, Mann. Komm, wenn du willst. Wenn du willst. Mit dem. Ich zeig nicht mit dem Finger. Aber wenn du willst, wenn du mein Bruder bist, mach ich für dich das klar und wir verziehen das gleich an und ihr seid allein. Hm? Nein, nur für dich. Nein, warum nicht? Weil ich nicht möchte. Aus welchem Grund möchtest du nicht? Ich hab mit Lisa eine Beziehungspause, okay? Richtig. Wenn ich jetzt hier was mit Marie starte, dann ist es für mich wie Fremdgehen. Punkt. Es ist kein Fremdgehen, weil du, wie gesagt, eine Beziehungspause hast, Hannes. Ich geb hin. Digga, du hast eine Beziehungspause, du kannst ein bisschen chillen. Ich geb hin. Das verstehst du doch nicht, hä? Mann, ich weiß doch auch nicht, was los ist. Klar hat Lisa die Beziehungspause gewollt, damit ich mich mal so richtig ausleben kann. Aber sie ist mir doch trotzdem wichtig. Wer ist denn hier schon am Start? Ja. Guck ich gerade richtig, oder was? Ja, perfekt. Was war gestern Abend, Digga? Party voll im Gange, du schon wieder abgezogen, Digga. Das war auch geil. Das war heute Morgen. Aber es ist jetzt nicht schlimm. Ja, das ist ja das Gleiche, Digga. Eine Nacht durch. Digga, Marie war froh. Ja. Junge, lass mich doch mal in Ruhe damit. Alter, hör mal, du hast doch eine Beziehungspause, oder? Jürgen. So. Und Lisa kommt vom ersten Montag wieder zurück aus London. Hast du gut aufgepasst. Also put this dick inside, Junge. Oscar. Who's the fucking bro? Wie kann so eine Scheiße rauskommen? Ein Mensch ist nicht ganz. Aber er hat schon, recht. Ich weiß nicht. Natürlich habe ich recht. Was willst du jetzt? Fertig? Dankeschön. Bitte unterstreich es nochmal. Ich gebe dir natürlich, ich verstehe dich auch. Das ist keine Frage. Aber du musst ehrlich sein, du wolltest die Beziehungspause und du hast Angst, dass du was verpasst. Also ist eigentlich jetzt deine Chance. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Intervention? Oder? Ja, die drei Samariter. Die heiligen drei Könige. Hör nur den beiden nicht zu. Hör einfach mir zu. Du hast es ja nicht ohne Grund gemacht. Freifahrtschein. Die ist ja schon geil. Aha. Aber? Gibt kein Aber. Inside. Ja, aber guck mal, vielleicht ist auch perfekt, dann, wenn ich jetzt was mit der habe, sehe ich, was ich an dieser habe. Nicht so lange nachdenken. Alter, einfach maken, Digga. Auf dich höre ich sowieso. Hämmer das Ding jetzt, komm. Ja, mach es bitte einfach. Komm. Mach dein Ding, aber mach es. Ja, oh, störe ich oder da? Kennst du ja schon. Noch vom letzten Mal. Hoffentlich behalte ich es anders in Erinnerung. Bist denn du so nervös? Ich weiß nicht, es ist halt echt schon heiß, ne? Und du bist ganz schön süß. So you say you wanna get away. We don't need a plane. Could be your escape. Take it to a place. Wait, there's no time, no space. I could be your private island on a different planet. Anything could happen.
listen to the waves. Was ist denn? Was ist los? Ich hab kein Kondom mehr. Und jetzt? Scheiße. Pass auf, ich mach das. Nein, nicht scheiße, nicht. Ich bin gleich hier da. Beeil dich. Ja. Schatz, was ist denn los? Ganz kurz in dein Zimmer. Was ist denn? Ohne Lümmeltüte. Doch, komm, warte, hier, vier Stück. Und wieso hast du vier Kondome? Frag einfach für dich nach, Digga, ich hab immer was dabei. Was soll ich damit? Guck, was hier viel Digga, Alter. Na, was ist denn da wieder? Ich glaube, Das sieht gut aus, ja. Hm? Komm, dann können wir weitermachen. Ich gehe nur kurz ins Bad, ja? Okay. Warte auf mich. Ich lauf nicht weg. Alter, das war der Burner, Mann. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Beastie würde richtig stolz auf mich sein. Strike. Ich hab's getan, hab Marie flachgelegt. Ich hab wirklich null an Lisa gedacht. Was geht? Dulli, was geht ab? Was für Dulli, Alter. Wie war deine Vorlesung? Ja, scheiße, Junge, was denkst du denn? Ja, die Frage ist auch eigentlich unnötig, oder? Weil hier laufen auch echt nur Dullis rum, ne? Ja. Unglaublich, Junge. Wahnsinn. Ja, keine Ahnung, bevor wir so reingehen, wollen wir noch ein bisschen hängen oder was? Können wir, warum nicht? Ein bisschen Park, noch einen sippen oder so? Mal einen sippen, mal einen sippen! Schnell, nur egal, wirklich nur an dieser Komm, alles. Er hat's getan. Ich bin schon ein bisschen, er hat's wirklich getan, Alter. Wow. Ich bin schon ein bisschen stolz drauf. Er hat's wirklich gemacht, ne? Aber mega, aber soll Lisa das echt mitlesen, Oscar? Digga, das er hat ist das die nicht Gruppe. Da reingeschickt, ne? Das ist die fucking Gruppe. Er hat's einfach in die beschissene Gruppe reingeschickt. So, wie kann man so dämlich sein? Wie kann man so dumm sein? Da steht doch Squad. Wie kann man so blöd sein? Digga, wenn Lisa das sieht, ist komplett, dann ist am Arsch. Digga, dann ist komplett am Arsch. Ich baller den gleich an, ich schwöre, ich baller den gleich an. Will er mich verarschen, Junge? Ruf ihn mal. Ja, ich ruf Hannes an, Na, da bin ich ja schon wieder. Du hast schon, würde ich sagen. Ja. Und, können wir weitermachen? Wenn du dabei bist. Zwei Gehirnzellen. Der geht nicht ans Telefon. Ja, das war so. Mailbox, klar, Mailbox, warte, Mailbox. Yo, Hannes. Ja, ey, Diggi, du hast die Nachricht einfach in die beschissene Gruppe reingeschickt, anstatt sie an mich zu schicken. Bruder, du musst die löschen. Wenn Lisa das sieht, bist du am Arsch. Und wieso zur Hölle gehst du nicht an sein Kacktelefon, wenn du vor 3 Sekunden eine Nachricht schreibst? Tschüss. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Ruf Dasha an. Die könnte das von Lisas Handy löschen, wenn die da ist. Hast du die neue Nummer von ihr? Ich hab nur die alte. Ja, toll. Und jetzt? Ja, dann, keine Ahnung, lass zusehen, dass wir ins Wohnheim kommen. Vielleicht ist er da und dann... Ja, Digga, ey, ist natürlich ist er da, Digga. Boah, fuck! Aber du auch. Ja, was? Reg dich doch auf. Was kann doch gehypt, Alter. Ja, was hat das Hypen damit zu tun, dass er das selber in die Gruppe reinschreibt? Ey, tut mir leid. Wir müssen reden. Nein, geh doch mal raus jetzt. Nicht gehen, du musst gehen, es tut mir leid, ey. Sie muss überhaupt nicht gehen. Doch, du musst jetzt gehen, ich schwöre. Warum denn? Es gibt kein... Frag einfach nicht nach. Lisa, erzähl's gleich. Du musst da gehen. Geht ganz schnell. Wir machen noch die Augen zu. Nimm deine Sachen zu. Bitte, komm. Geh raus. Ich verarsche, ich schmeiß dich doch jetzt raus. Du musst raus, danke schön. Tut mir leid, mach die Tür zu. Was ist denn
Du hältst jetzt deine Schnauze. Du hältst richtig deine Fresse. Okay, pass auf, ey. Ihr habt mich gerade was gestört. Ihr wisst ganz genau, Junge, das war so geil. Dann halt deine Fresse, Alter. Du weißt gar nicht, was passiert ist. Hör mal auf, halt deine Fresse. Ich wollte nicht deine Schnauze, Alter. Weißt du mal, was passiert ist? Zeig's ihm. Du Vollidiot, du bist ein richtiger Idiot. Du bist was? Ich hab euch doch geschrieben. Ja, was hat das? Uns, ja, guck mal, was passiert? Du hast in die Gruppe geschickt, in der Lisa und Dasha drin sind, du Vollidiot. Und weißt du, was jetzt passiert ist? Ja. Jetzt kannst du dich doch freuen. Ja, guck doch mal, ob sie es gelesen haben. Ich hab gar keine Ahnung, Mann. Oh mein Gott. Doch. Ja, sie hat es gelesen. Ja. Und jetzt? Junge, komm mal. Fuck! Wunderbar, 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 wunderbar. Einfach wunderbar. Was willst du? Kannst du rausgehen, bitte? Warum? Geh aus meinem Zimmer raus. Du bist so ein Arschloch. Ich bin ein Arschloch. Wie behandelst du mich? So wie du mich behandelst, hat mich noch nie jemand behandelt. Okay, ist in Ordnung. Ja. Was mache ich jetzt? Ja, da bist du, Alter. Hallo? Was mache ich? Was soll ich dir sagen? Was soll ich dir sagen? Ja, Digga, frag mich nicht, Digga. Du hast einen großen Anruf. Versuch sie anzurufen. Bitte sag mir jetzt nicht, dass dein Scheiß in die Marsch ist. Fuck, Alter. Fuck! Shit, Alter. Ruf sie an. Wow. Sie geht nicht ans Telefon. Dann versuch nochmal. Du bist ein richtiger Held, Alter. I'll be a better man too. Lisa, ich liebe dich. Ich will einfach, dass du an dein Telefon rangehst. Die Situation, die hat mir einfach gerade gezeigt, dass ich wieder... Hallo? Ja, wahrscheinlich ist jetzt die Mailbox voll, oder was? Hör mal auf jetzt, bleib mal locker. Ja. Was soll ich aufhören? Was soll ich aufhören? Du sollst dich jetzt nicht mehr so extrem Stress machen. Du musst echt mal abwarten. Worauf denn? Ja, warte. Worauf soll ich warten, Junge? Du wirst doch sehen. Ja, die kommt doch in ein paar Tagen wieder. Ist eine Beziehung. Checkst du nicht? Ich habe es verkackt. Ich habe es verkackt. Wir wissen, dass du da in die falsche Gruppe geschickt. Ja, das wissen wir. Und Lisa hat die Nachricht gelesen. Was versteht ihr daran nicht? Das wisst ihr. Das ist ja nichts, was wir nicht verstehen. Ja, naja, dann also, was wollt ihr da? Ja, du sollst erstmal ruhig bleiben. Du weißt doch noch gar nicht, was passiert. Eben. Sondern? Was soll denn passieren? Was soll passieren? Hä? Du weißt es doch nicht. Beruhig dich doch. Lisa. Ja? Lisa. Kannst du bitte einfach aufhören, mich anzurufen? Ich weiß, dass wir eine Beziehungspause haben. Ich bin extra nach London gegangen, um auf das Ganze klarzukommen. Aber dass ich in einem Chat lesen muss, den alle sehen können, dass du eine andere gevögelt hast und gar nicht an mich denken musst, das tut einfach weh. Und es ist mir auch scheißegal, ob du es extra gemacht hast oder nicht. Ruf mich einfach nicht mehr an. Ich hab's einfach verkackt. Fuck. Ich weiß nicht. Ich hab Lisa einfach für immer verloren. Wir haben gesagt, wir wollen neu anfangen. Lisa, wir wollen neu anfangen, hast du gesagt. Ich werde zu Dasha nach London ziehen. Sobald Lisa da ist, ballt es mich wieder auf. Du bist nicht nur ein großartiger Vater für Lisa, du bist mir auch echt wichtig geworden. Du kannst rumflirten, mit wem du willst. Du kannst vögeln, mit wem du willst. Es interessiert mich nicht. Du willst mich doch jetzt nicht wirklich vor die Tür setzen, oder? Chico ist das größte Arschloch auf diesem Planeten. Wir sind beim Wrestling. Ja, cool. Ich hab dich nicht vergewaltigt, oder so. Es war ein One-Night-Stand zwischen zwei erwachsenen Menschen. Wo ist dein Problem? Mann, lass mich los. Ich bin zu fast